Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma Schäffer Automobile, Ihr EU-Neuwagenpartner in Bielefeld. Wie Sie sehen, heute mit einem geräumigen Video, denn wir haben zweimal den neuen Tiguan hier stehen. Warum zweimal? Zum einen, weil wir natürlich zwei unterschiedliche Farben haben wollten, die wir Ihnen präsentieren. Und zum anderen, weil wir einen Benziner haben und einen Diesel. Jetzt mit den neuen Motoren. Der Benziner ist jetzt ein ETSI 150 PS 7-Gang Automatik. Warum ETSI? Weil wir hier einen Mild-Hybrid haben. Sprich, wir haben einen Elektromotor, der den Verbrenner unterstützt. Auf dieser Seite, in wunderschönem Perlmutt-Weiß, haben wir den 193 PS 2 Liter Diesel. Das ist ein Allradauto, hier haben wir ein zweigetriebenes Auto. Beide Autos, unserer Meinung nach, wunderschön, sehr, sehr schön gelungen. Hier haben wir eine klassische, konservative Farbe, wo man die schwarzen Akzente leicht sieht, aber die nicht direkt einen umhauen, sage ich mal. Wohingegen bei dem weißen Auto wir natürlich den Farbunterschied oder die Kontraste deutlich mehr sehen. Wir haben hier wirklich dieses wunderschöne weiße Perlmutt. Das kommt auf dem Video jetzt nicht ganz so gut rüber, aber in echt ist das wirklich eine schöne Farbe mit einem schönen Effekt. Und dann haben wir hier halt rund um das Auto die schwarzen Akzente, die halt sehr, sehr schön rausstechen. Sehen wir gleich auch nochmal, wenn wir andersrum gehen und uns das Auto von vorne angucken. Wie gesagt, der 24er Tiguan, aus unserer Meinung sehr, sehr gut gelungen. Wir haben hier vorne dieses große, aggressive Grill bei den Airlines und haben dann hier bei diesen Autos die Chromzange. Wir haben hier bewusst kein Black-Style-Paket genommen. Viele fragen sich jetzt, warum. Als wir diese Fahrzeuge bestellt haben, in der sogenannten Launch Edition oder Markteinführungsvariante, war es so, dass wenn wir ein Black-Paket bestellt hätten, wir nicht diese schönen Felgen nehmen können. Da die 20 Zoll Leads, die hätte man nicht wählen können, sondern man hätte eine 19 Zoll schwarze Felge bekommen. Das fanden wir halt einfach nicht so gut gepasst, weil wir einfach dieses zweifarbige wesentlich attraktiver und schöner finden. Gehen wir doch einmal bei dem Benziner hier außen drumherum und schauen uns das Ganze mal von innen an. Natürlich haben wir wie immer Kessi oder den Keyless Access. Das Einzige, was ich persönlich nicht so schön finde, da hätte VW sich ein bisschen mehr Mühe geben können, so wie Skoda oder andere VAG-Marken, dass wir hier so sichtbar dieses Loch für den Schlüssel haben. Hätte man eine coole Kappe machen können, die man von unten dann lösen kann. Aber gut, ist jetzt halt so. Überall rund ums neue Auto, bevor ich die Tür aufmache, die neuen Airbadges, wie wir die auch schon vom Touareg und vom neuen Golf 8 R kennen. Ich persönlich finde es deutlich moderner, deutlich attraktiver. Dann haben wir hier das neue Interieur. Wir haben jetzt bei dem Airline die Sitzwangen in Leder und auch die Türtafeln hier beledert. Ich sage es extra so, weil es natürlich kein echtes Leder ist. Dann haben wir, ich setze mich einfach mal kurz rein, das neue, in Anführungsstrichen, Lenkrad bzw. Facelift-Lenkrad. Jetzt, was ich persönlich super finde, endlich wieder mit richtigen Knöpfen und nicht mit diesem komischen Touch-Display, den wir zwischendurch mal hatten bei den ID-Modellen, wo man nicht so richtig wusste, habe ich jetzt gedrückt, habe ich jetzt nicht gedrückt, passiert was, passiert nichts. Hier direkt wieder das haptische Feedback. Ich finde es, wie gesagt, super, super gut. Was gleich geblieben ist zu den ID-Modellen, ist, dass wir den Automatikwahlhebel jetzt hier oben haben und nicht mehr in der Mittelkonsole. Dafür haben wir in der Mittelkonsole jetzt den Engine-Start-Stop-Knopf und den neuen One-Touch-Drehmodul, worüber wir die Lautstärke verstellen können und auch die Fahrmodi. Das heißt, im normalen Modus drehe ich hier und ich habe die Lautstärke. Wenn ich dann einmal drücke, dann verändere ich das Menü, sprich ich bin im Menü für die Fahrwerkseinstellung und kann dann drehen und habe halt die verschiedenen Fahrwerkseinstellungen. Das Auto hat sogar ein DCC-Fahrwerk, das heißt, wenn ich die Fahrmodi ändere, ändert sich auch aktiv wirklich das Fahrwerk.
Dann haben wir hier den Head-Up-Display mit drin. Finde ich super praktisch, weil ich dann einfach nochmal die wirklich wichtigen Informationen vor mir auf der Straße sehe. Discover Pro Navigationssystem, das heißt, wir haben hier den großen Display, der wirklich sehr, sehr groß ist, so ein bisschen Tesla-like. Nicht ganz so schnell wie beim Tesla, aber trotzdem sehr, sehr gut. Da gehen wir gleich aber noch ein bisschen näher drauf ein, wenn wir einmal ins Interieur springen. Sitzkomfort ist wirklich gut. Ich habe hier verschiedene Verstellmöglichkeiten. Ich kann hier das Sitzpolster noch ein bisschen rausfahren. Dann habe ich hier den ErgoActive-Sitz, wie man sieht, mit Massagefunktion, die ich über den Display steuern kann. Und hier nochmal mit allen möglichen Einstellungsmöglichkeiten für die Lordosenstütze, Höhenverstellung natürlich und vor und zurück. Ich könnte jetzt noch so ein bisschen zurück für die gute Sitzposition, aber so würde ich sagen, sitze ich sehr komfortabel und habe auch Lust, lange Strecken mit dem Auto zu fahren. Dann schauen wir uns einmal das Ganze hinten an. Hinten ist das Auto auch sehr geräumig. Auch hier wieder die schönen Airline-Polster. Mir gefallen die sehr, sehr gut. Und zum Einstieg muss man sagen, wirklich komfortabel. Wie gesagt, ich mit meinen 1,88 habe vorne gut gesessen, habe hier eine gute Kniefreiheit und habe auch eine gute Kopffreiheit. Dann haben wir hier den Sportsitz. Nicht so optimal, wenn man jetzt für lange Fahrten mit Kindern oder Enkelkindern einen Fernseher oder ein iPad montieren will. Da gibt es leider noch keine Originallösung aus dem VW-Konzern. Gibt es so ein paar Workarounds, wie man dann trotzdem da ein iPad oder ein anderes Tablet gut fixieren kann. Wie gesagt, auch hier haben wir rundum die schwarzen Kotflügel-Applikationen. Finde ich sehr, sehr cool. Die hat man unabhängig, ob man ein Blackstyle-Paket hat oder nicht. Blackstyle bedeutet nur, dass ich die Zierleisten in schwarz hätte, die Dachreling in schwarz hätte und halt vorne die Chromleiste im Grill wäre auch schwarz. Dann kommen wir einmal zum Heck. Wie gesagt, wir haben bei dem Auto hier das IQ Matrixlicht, das heißt, wir haben vorne und hinten die verbesserten Scheinwerfer und haben dann hier die durchgehende Lichtleiste. Anhängerkupplung konfigurieren wir eigentlich bei allen unseren Tiguan, weil die meisten unserer Kunden mit Fahrrädern unterwegs sind, irgendwie einen kleinen Gartenanhänger haben oder vielleicht doch mal ein Pferd transportieren müssen, was mit dem Auto super funktioniert. Elektrische Heckklappe haben wir auch konfiguriert, finde ich es auch bei so einem Auto sehr, sehr wichtig. Dann haben wir hier einen großen geräumigen Kofferraum mit doppeltem Ladeboden. Das heißt, ich kann hier das Ganze einmal hochheben und kann dann hier nochmal was ablegen oder kann die Höhe vom Boden halt nach ganz unten schieben und habe dann hier einfach mehr Platz. Was ich super finde bei dem Auto, 230 Volt Steckdose im Kofferraum. Viele fragen sich jetzt, warum zur Hölle soll ich das brauchen? Ich finde es ganz cool, wenn man eine Kühlbox hat, die man mitnehmen kann oder mitnehmen möchte, wenn man irgendwie länger unterwegs ist fürs Picknick oder in Urlaub oder so. Gerade in die südlichen Länder im Sommer hat man dann da immer einen Point, wo man seine Sachen schön kühlen kann. Anhängerkupplung, wie man es kennt, mit dem Knopf hier oben. Nicht ganz, wie man es kennt, weil vielleicht fällt Ihnen auf, die Seiten wurden getauscht. Vorher hatten wir den Knopf für die elektrische Klappe immer rechts und den Knopf für die Anhängerkupplung auch immer rechts. Jetzt beim neuen Tiguan beides links. Kleine Gewöhnungssache, gewöhnt man sich aber relativ schnell dran. Die Kupplung schwenkbar, wir ziehen da dran, die klappt weg, wir ziehen da dran, sie kommt raus. Denke ich, kennt man aus unseren vorherigen Videos und auch aus den vorherigen VW-Modellen. Sie sehen schon, auch ich war kurz auf der rechten Seite unterwegs. Ich schließe das Ganze mal. Dann sehen wir hier nochmal den schönen Diesel. Was hier direkt auffällt, hier haben wir das Blackstyle-Paket. Hier unten die schwarze Linie oder die schwarze Konturleiste. Die schwarzen Spiegelkappen und oben die schwarze Dachreling. Das halt einfach nochmal so ein bisschen mehr, um die Linien des Autos zu betonen. Dann haben wir halt hier die Zierleisten oder die Fensterschachtleisten alle in schwarz. Was bei dem Weiß wirklich super, super cool rauskommt. Mir gefällt es richtig gut. Wie gesagt, ich sehe es jetzt hier, weil die Sonne jetzt hier so schön drauf fällt, einfach dieses schöne Weiß, diesen super coolen Effekt. Ich würde sagen, wir steigen einmal ein, am besten hier in den Weißen und gucken uns einmal das Infotainment-System an. So, im Innenraum angekommen, merken wir gleich, wir haben hier jetzt halt deutlich mehr Raum, weil wir keinen Wahlhebel mehr haben. Wir haben hier so einen wunderschönen schwarzen Klavierlack. Ist mutig, verkratzt natürlich auch schnell, gerade wenn ich hier meine ganzen Cupholder und so weiter und so fort habe. Aber platztechnisch natürlich super. Hier vorne habe ich erstmal eine normale Ablagefläche. Die kann ich leicht anheben. Dann habe ich hier zweimal induktives Laden und zweimal USB-C. Kennen wir auch aus anderen Elektroautos und ich finde es super praktisch. Was cool gelöst ist, wir haben hier unsere Mittelkonsole.
Dieses Element kann ich komplett rausnehmen. Das heißt, ich kann hier was Tiefes reinladen. Oder wenn ich halt zusätzliche Flaschen brauche, stecke ich das hier mit rein. Auch die beiden Unterteiler hier vorne kann ich beide rausnehmen und kann mir dann so viel Platz oder Möglichkeiten schaffen, wie ich das halt brauche. Also hier ist auch viel Flexibilität geboten. Dann starten wir das Auto mal, weil zum einen läuft dann die Klimaanlage, was bei den Temperaturen ganz schön ist, und zum anderen haben wir wirklich kompletten Access hier zu unserem System. Wir sehen direkt wirklich das große Display hier mit unserem Home-Menüs, wo wir durchswipen können, wie jedes Tablet zu bedienen. Reagiert schneller, ich möchte nicht sagen super schnell, aber schneller als in den vorherigen Modellen. Wie gesagt, diese ganzen einzelnen Blöcke können wir uns konfigurieren, wie wir das möchten. Es gibt hier so eine Tipps oder Hilfe, da kann man dann sich hier angucken, wie man was bedient. Und ich könnte jetzt hier verschiedene Sachen verändern. Wenn ich jetzt einfach hier drauf das gedrückt halte, dann kann ich mir jetzt hier aussuchen, was ich anstatt meinem Telefon da haben möchte. Ich könnte jetzt zum Beispiel Fahrzeuginformationen machen, hier auf Fertig klicken, dann sehe ich hier meine Reichweite und meinen Fahrzeugstatus. Dann haben wir hier das große Navigationssystem, was auch gut reagiert, einigermaßen schnell ist und viele Möglichkeiten bietet. Ich finde es nicht schlecht, kleine Verbesserung zu den vorherigen Modellen, aber muss man ganz offen und ehrlich sagen, Potenzial ist da nach oben nach wie vor. Dann haben wir hier oben verschiedene Möglichkeiten im Schnellzugriff. Das heißt, ohne dass ich jetzt hier meine Menüs durchsuchen muss oder in das große App-Menü gehen muss, kann ich hier über diese Quick-Funktion mir auch individuell Sachen hinterlegen und dann einfach hier drauf tippen. Das Auto hat jetzt zum Beispiel eine Standheizung und kann dann hier ganz entspannt, relativ zügig meine Einstellungen treffen. Dann könnte ich jetzt hier wieder direkt zurück zur Karte springen oder dann hier zu den Assistenzsystemen. Wir haben immer noch nicht Knöpfe, wie viele das gefordert haben, aber wir sehen wenigstens die Temperatur und die Einstellung permanent. Das finde ich ganz wichtig, weil man dann einfach ein bisschen besseren Überblick hat. Und wir machen das Ganze jetzt hier mal ein bisschen wärmer und sehen dann direkt, die Temperatur verändert sich und man hat das ein bisschen besser im Blick. Dann haben wir hier unser Assistenzsystem. Bei dem Auto ist wirklich alles dabei an Assistenten. Wir haben den Trailer Assist, wir haben die Müdigkeitserkennung, den Abstandstempomaten, den Front Assist, die Verkehrszeichenerkennung, Totwinkelassistent und den Spurhalteassistent. Also eigentlich nichts, was hier nicht ausgefüllt wird. Dann haben wir, wie schon bereits vorab erwähnt, hier vorne den Head-Up-Display. Da würde ich einmal die Kamera nehmen von Herrn Mieter und Ihnen das einmal zeigen. Also hier einmal der TFT-Display, das digitale Cockpit und dann hier der Head-Up-Display. Vorne in der Scheibe sehen Sie jetzt die Geschwindigkeit. Das ist ein bisschen am Blinken. Ich hoffe, das kommt ganz gut rüber. Und dann halt hier, wie gesagt, das TFT-Display. Hier haben wir verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Über den View-Button können wir uns dann hier verschiedene Sachen anzeigen lassen. Wir haben dann hier rechts und links auch nochmal die Funktionsbutton, wo wir dann zum Beispiel auch die Karte hier reinholen können, um das hier einfach alles nochmal ein bisschen besser im Blick zu haben. Dann gebe ich die Kamera einmal wieder zurück. Lenkradheizung ist hier natürlich mit dabei, genauso wie bei dem anderen Auto auch. Worauf ich noch eingehen möchte gerne, ist auf IDA. Sie sehen es hier schon. Das ist der neue Sprachassistent. Das heißt, wir haben hier quasi wie in vielen chinesischen Modellen auch einen menschlich in Anführungsstrichen Assistenten, den wir ansprechen können mit Namen, der uns dann dabei hilft, unser Fahrzeug zu konfigurieren, Sachen einzustellen, die Lautstärke zu regulieren, den Sender zu wechseln, ein Ziel einzugeben und so weiter und so fort. Also alle Kleinigkeiten, die ich normalerweise mit den Fingern mache, kann ich dann auch über den Sprachassistenten machen. Dann, was uns beiden, also Herrn Mieter und mir, direkt aufgefallen ist, als wir das Auto bekommen haben, ausgepackt haben und uns reingesetzt haben, die Wertigkeit. Wir haben hier oben die Art Leder mit einer schönen Ziernapp. Hier nochmal in den R-Farben, in diesem Dunkelblau, nochmal eine Absteppung. Dann haben wir hier oben auch eine Naht. Das ist dann weich. Sie sehen, ich kann das so ein bisschen reindrücken. Dann haben wir hier in der Mitte diesen Piano-Lack, diesen Klavier-Lack. Natürlich mutig, weil wenn man mit Ringen oder mit Schlüsseln oder so damit rankommt, verkratzt das leicht.
Aber es ist einfach schön gemacht, es sieht schön aus. Auch hier die Fläche ist gummiert, das können wir hochklappen, das hat ein schönes haptisches Feedback beim Klappen. Auch hier habe ich eine Gummiunterlage, das Lenkrad ist wie gewohnt schön anzufassen, schön sportlich, hier mit den Schaltwippen auch, schöne Materialien. Die ganze Türtafel hier, dann haben wir hier noch diese Lichtleiste mit diesem Ambiente-Lichteffekt. Da können wir vielleicht nochmal drauf eingehen. Ich habe hier die Ambiente-Lichtfunktion und habe hier super viele verschiedene Möglichkeiten, mir das Ganze zusammenzustellen. Habe die Beleuchtung hier vorne, habe die Beleuchtung in den Türen und kann hier, glaube ich, bis zu 42 Farben nehmen. Nicht drauf festnageln, sonst gerne in den Kommentaren korrigieren. Sie sehen jetzt auch hier, ne, das ist direkt hier alles lila hinterlegt. Auch dann mit in dem TFT-Display das lilane ist einfach super. Das ist wesentlich hochwertiger als bei den alten Tiguan. Also hätte ich jetzt das Vorgängermodell und würde das hier nebenstellen, auch mit Airline, mit vergleichbarer Ausstattung, hätte ich nicht so eine gute Haptik, nicht so ein schönes Wohlfühlambiente und nicht so hochwertige Materialien. Wie gesagt, das Platzangebot super, ich sitze gut nach oben, zur Seite, wir sitzen hier zu zweit im Auto, ist überhaupt nicht eng, überhaupt nicht bedrängt das Ganze. Wir haben hier auch ein neues Design der Türöffner, finde ich super cool integriert, dass man da so hintergreift und den nach vorne zieht. Die Verriegelung hier mit dabei, alles in allem einfach clean, schön, modern, mit hochwertigen Materialien. Das gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Ich mache das Auto einmal aus, steigen wir nochmal aus, gucken hier auch einfach hinten nochmal rein und dann würde ich sagen, geht es einfach nochmal zum Fazit. Keine große Veränderung. Wir haben hier einen super Einstieg für 4 Personen. Man sitzt hier wirklich sehr, sehr gut. Ich kann sogar die Rücksitzbank hier noch verschieben. Ein bisschen weiter nach vorne, ein bisschen weiter nach hinten und auch die Rückenlehne vom Winkel her noch leicht verstellen, dass ich auf längeren Reisen einfach gut sitze. Kleines Gimmick noch, Sie werden es wahrscheinlich schon bei vielen Instagram Reels gesehen haben. Wir haben hier in den Türen auf der einen Seite einen Leguan drin und auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob man das mit der Kamera ganz gut auffangen kann, haben wir einen Tiger. Denn so hat sich der Name Tiguan zusammengesetzt. Wir haben den Tiger und den Leguan. Und daraus, aus den beiden Tieren, haben die den Namen zusammengesetzt und haben das dann hier jetzt zum ersten Mal mit eingefügt. Ich finde es ein cooles Gimmick, vielleicht auch für viele Kinder, die hier hinten mitfahren. Ganz cool, ganz spannend. Dann bleibt mir eigentlich nur noch übrig, kurzes Feedback zu geben zu den beiden Autos. Wir haben hier wirklich zwei super schöne Autos. Niegelnagelneu, beide Autos, keine Kilometer, EU-Reimporte. Bei dem Diesel, wie gesagt, ein 4Motion, 193 PS Diesel und drüben dann den frontangetriebenen 150 PS Benziner. Wir bekommen noch weitere Farben rein, Nightshade Blue Metallic bekommen wir noch, wir bekommen auch noch das neue Grün, Cipressino Grün, wir haben das Perlmutt Weiß, wir haben Delfin Grau und natürlich Schwarz Metallic. Also für jeden was dabei, die Autos kommen jetzt nach und nach, das sind jetzt unsere ersten beiden, der Graue ist auch schon direkt verkauft, der Weiße ist noch bei uns verfügbar, Link packen wir unten in die Beschreibung, gerne vorbeischauen auf unserem Instagram-Kanal oder auf unserer Webseite. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie es gerne in die Kommentare oder kurz per Mail, kurz per WhatsApp, wir sind da auf jeden Fall jederzeit zu erreichen. Freuen uns auf Sie und ich würde sagen, schönen Tag noch, schönen Abend noch. Und ich hoffe, Sie nächstes Mal wieder auf unserem Kanal begrüßen zu dürfen. Gerne ein Like da lassen, gerne die Bell aktivieren und ich sage ciao.